Seid ihr bereit, das Herz der Prinzessin zu erobern? Heute hier bei Tingles Balloon Trip of Love, dem, ja doch, letzten Sidequest-Part, würde ich mal behaupten. So, ich hoffe, ich habe genug Geschenke dafür. Ich hoffe, sie hat ihren Geschmack wieder geändert, dass ich gut über die Runden kommen werde. So, also ja, ich habe ja schon beim letzten Mal vermutet, ich sollte jetzt wirklich alle letzten Sidequests und Secrets bekommen. Sehr, sehr schön. Oh, überall habe ich den rote Häkchen, ey. Das ist immer so ein, ich weiß nicht. Ist ja nicht bei jedem so, ne? Viele Leute begnügen sich ja damit, ein Spiel einfach nur durchzuspielen. Aber ich bin wirklich so ein 100%-Jäger. Vor allem, wenn es gut gemacht ist. Und bei Tingle finde ich schon gut gemacht. Es macht halt einfach Spaß, diese ganzen 100% anzustreben, da du ja nicht nur Sticker bekommst. Man wird ja auch belohnt durch Witze, ne? Durch witzige Situationen, witzige Gags und so was. Durch kleine Filme oder kleine Sequenzen. Ist halt, ist auch schön. Dam, bam, dum, bam, bam, oh je. Prinzessin, wir sind wieder back. Ihr letztes Herz. Fand ich ja schon schön. Beim vierten Herz hat sie ja schon ein bisschen sich uns geöffnet, hat mit uns geredet und so. Und deswegen mag sie uns ja schon doch deutlich mehr als am Anfang, oder? Dankeschön. Dank euch fühle ich mich wieder gut. Ich freue mich schon auf morgen. So, sie sagt an sich immer dasselbe. Bitte kommt doch zur Tanzparty, ja? Guck mal, jetzt nicht immer dasselbe, aber es geht in dieselbe Richtung. Aber jetzt immer schon mit mehr von wegen, ja, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich, wenn ihr da seid und so. Ist doch schön. So, der letzte Love Push. Ich probiere es gleich mal aus mit Style, Cool und Remedy. Gleich mal ausprobieren, ob das rockt. Ja, okay. Sehr schön, zwei Volltreffer, ein Negativtreffer. Na, mal gucken, was das sein könnte. Beim letzten Mal hat sie ja auf Cool nicht reagiert. Vielleicht ist jetzt Cool negativ oder so. Oder Remedy oder doch Style. Da probiere ich mal jetzt Dekoration, Cool und Major auch nochmal aus. Ich probiere einfach. Wir sind auch so am Anfang. Einfach mal probieren. Ja, okay. So, wieder zwei Sachen, die sie mag und eine davon nicht. Lässt nicht so wirklich auf irgendwas schließen, aber ist ja egal. Ja, vielleicht mag sie vier Sachen und bei beiden ist mag sie cool nicht. Ach, nee, kann muss aber nicht scheißen, leider. So, soll ich mal das probieren? Bisschen schon mal durchmischen. Style, cool und mature. Mal gucken. Ich probiere das aus. Ja, geil! Wieder irgendwas ist negativ. Ich glaube echt, es ist cool. Ich glaube, sie hasst einfach coole Sachen. Sie ist eine Prinzessin. Die ist von alleine schon cool. Ja, dann wäre ich jetzt eigentlich... obwohl, es könnte auch... Naja, nee. Nee. Ich weiß immer noch nicht. Wir haben wieder zwei neue Aspekte. Na, da will ich jetzt nicht drauf verlassen. Komm, wir probieren mal das hier aus. Dann wissen wir wirklich, ob cool negativ ist. Weil ich hoffe, dass Style positiv ist. Das war ja schon zweimal dabei, wo es positiv war. Gucken wir mal hier, ob wir hier so ein Neutrum rauskriegen. Dann wissen wir es genau. Ja, nee, war geil. Okay, sie steht richtig auf cool diesmal. Sehr schön, Style und cool ist perfekt. Super. Tada. So, dann war anscheinend Remedy schlecht. Remedy ist schlecht und dann ist wohl, auch Mature ist schlecht. Ah, das heißt aber, sie mag Dekoration. Da habe ich doch ein bisschen was dabei. So, ich mach mal Dekoration und cool. Habe ich da was? Natürlich. Cool und gorgeous. Mal gucken. Also Dekoration und cool müsst ihr auf jeden Fall mögen. Wenn sie gorgeous nicht mag, ist es nicht schlimm, Mann. Ja, sie findet alles geil. Ja, sie steht auf alle drei Sachen. Sehr schön. Oh, das ist wirklich für mich? Dankeschön. Oh, das letzte Herz scheint ja doch einfacher zu gehen als das davor. Hier Dekoration und cool. Nehme ich. Einfach so ein bisschen Doppel-Plus-Plus. Nice. Ja, da freut sie sich. Oh, dankeschön. Leute, das ist unser letztes Herz, das wir freispielen. Dann haben wir auch unseren letzten Beliebtheitsgrad. Da bin ich aber spannend. Okay. Nee, warte mal. Remedy war das, was ich nicht mag, ne? Aber so wieder 2 plus und ja, warum nicht, ne? Einfach nehmen. Plus 2 gut und einmal negativ. Vor allem, was ist das für ein Geschenk? Ein Plus-Minus-Ion. Richtig dumm. Ja, die Geschenke sind auch cool. Aber ich habe euch jetzt auch euch nicht alle gezeigt. Ich bin immer sehr schnell durchgescrollt, aber selbst so was Kleines wie die Geschenke sind schon übelst lustig. Kann man nicht anders sagen. Ich probier's mal aus mit cool und mature. Ja. Ah, wieder plus. Ja, warum nicht, ne? Haben wir wieder negativ, aber egal. So. Ich denke, warte mal. Oh, das ist ein bisschen... Das enttäuscht mich jetzt aber. Ich akzeptiere es zwar, aber ich mag es nicht wirklich. Hä? Warte mal, ich weiß, dass Rarity nichts ausmacht, aber... Okay, dann... Oh, dann ist Mature doch falsch. Mist. Warte mal, gorgeous ist aber richtig. Komm, weiter von irgendwas. Geil, hier. Okay, gut, ich muss natürlich wieder hochboosten. Zweimal Doppelplus. Hier, die Bronzestatue. Okay, sorry, war ein kleiner Rücktritt, aber ist ja egal. Wirklich für mich? Oh, so ein wundervolles Geschenk. Natürlich habe ich jetzt nichts mehr, was in die Kategorie trifft. Stufe 3 habe ich nur gorgeous Sachen. Hier Style und Pretty.
Das müsste Doppelplus sein, ne? Also nee, zweimal Plus, weil ich glaube, Pretty macht was Negatives. Ich komm schon jetzt durcheinander, Mann. Ich komm durcheinander. Aber trotzdem, sehr schön. Noch einmal zwei positiv, eins negativ und haben wir es geschafft. Das letzte Herz. So. Sehr schön. Habe ich davon noch irgendwas? Ja. Nein, Hobby. Warte mal, doch. Wir wissen nicht, ob sie Hobby mag, aber cool und gorgeous mag sie ja. Also nehmen wir mal die Ting-Tunes. Oh ja. Oh, das war sogar ein Volltreffer. Hätte ich also für mir alles sparen können, aber egal. Leute, das war's. Wir müssen nie wieder Geschenke ausgeben. Sehr, sehr schön. Hoho. Ultra beliebter Tingel! Tingel, ich weiß, wir haben uns gerade erst getroffen, aber ich fühle, als ob ich dich schon ewig lange kennen würde. So fühlt es sich an. Würdest du es okay finden, wenn du in mein Zimmer kommst? Oh mein Gott. Leute, oh, jetzt richtig ab. Alter, die Prinzessin hat uns in ihr Zimmer eingeladen. Boah, ich weiß es nicht. Alles klar, ich lass die Karotten durch. Kein Problem, Prinzessin. Sehr schön. Das glaube ich jetzt nicht. Sie hat dich in ihr Zimmer eingeladen. Alter, nachdem du... warte mal, was? Nachdem sie so oft dich, sag ich mal, stehen lassen hat oder so, würde ich jetzt mal behaupten, nachdem sie sich so oft hat abblitzen lassen. Ich glaube, das spielt darauf an, dass man uns verarscht hat. Mehrmals, ne? Yay! Oh, was zur Hölle? Der Spoiler-Eremit? Und jetzt nach langer Zeit gehören alle Herzen dir. Oh! Dafür gebe ich dir das hier als Belohnung. Mehr Musik für dich, für deine Jukebox. Alter, geil. Ultimatives Verständnis. Der kosmische Spoiler. Los, Tingel. Meine Existenz wird weitergehen im Weltraum. Was? Was labert der da? Egal, Leute, damit haben wir jetzt uns die letzte Schaltfläche der Musik der Jukebox freigeschaltet. Wenn ihr euch erinnert, da war ja noch ein Herz, was geblockt war. Doch jetzt haben wir es geschafft. So, und guckt euch unseren Beliebtheitsgrad an. So, mal kurz hier gucken. Alter, wir sind jetzt eine Legende. Was zur Hölle? Okay, das Bild sieht irgendwie komisch aus. Das Bild ist einfach nur so eine Silhouette, erstrahlt im Licht. Fame Level Legend. Richtig, richtig cool. Alter, wir haben 30.000 Rubine ausgegeben für 222 Geschenke und haben alle Herzen, das sind 36 Stück. Ihr habt aus Versehen am Anfang des Let's Plays euch vergessen, die anderen Fame-Level zu zeigen. Aber, also ich kann mal sagen, dass ganz am Anfang sehen wir halt normal aus wie Tingel, ganz normal. Ich weiß aber nicht, wie das Fame-Level heißt. Das zweite Fame-Level, was ich auch nicht gezeigt habe, das ist einfach nur, da hat Tingel einfach nur eine Sonnenbrille auf. Er hat nur eine Sonnenbrille auf und ab dem Punkt habe ich euch ja jedes Fame-Level gezeigt. Tut mir leid, das habe ich dann doch vergessen, aber die Special-Fame-Bilder sind ja eh die letzten. Sehr gut. Okay, na, war das Staunste, wa? Loch hast du uns ausgelacht? Das ist der Raum, wo die Party stattfinden wird, Mann. Also, es treffen gerade Vorbereitungen statt. Okay, na gut. Bitte habt noch ein bisschen Geduld. Ach, schön. Ich höre mal auch noch mal kurz rein in die letzte Musik. Machen wir natürlich auch noch. Aber erstmal 5 Herzen, Leute. Das heißt, wir haben bald den Sticker von ihr. Alle rennen in den Raum. So, hallo Prinzessin. Wir sind da. Boah, was für ein schöner Raum. Hey, ey, benimm dich jetzt, okay? Na, alles klar. Wir waren ja schon mal drin. Bloß die anderen drei halt nicht. Hallo. Ah, los, gehen wir da rüber und gucken uns die schöne Szenerie an. Oh, mit der Prinzessin auf dem Balkon. Okay. Du, kleines Vögelchen. Oh, So, ja. Was ist denn los, Prinzessin? Alles okay oder nicht? Oh, alle sind sie hier. Ja, nett euch kennenzulernen. Oh, ich glaube so richtig, dass unsere Freunde dabei sind. Mag sie, glaube ich, gar nicht. Tja, jetzt müssen wir, auch ein bisschen, naja, nicht ganz so kryptisch, aber jetzt müssen wir tatsächlich Lion den Vogel übersetzen lassen. Ja. Damit irgendwie die Leute checken, was los ist, ohne unhöflich zu sein anscheinend. So, Oh, das ist aber jetzt nicht so krasse, das ist aber jetzt inakzeptabel so ein bisschen, ne? Hat er gesagt. Okay, oder das ist, warte mal, incorporative oder sowas? Oder, ich glaube, das ist sowas von wegen, das ist aber jetzt ungünstig oder das ist aber nicht so eine tolle Situation. Deswegen, oh, tut uns leid, Prinzessin, wir warten draußen. Ja, keine Ahnung. Wie hat anscheinend der Vogel gesagt, der Vogel hat ausgesprochen, was die Prinzessin denkt. Und es ist einfach nur, sie wäre gerne alleine mit uns und Tingel.
Okay, und das haben die jetzt gecheckt. Alles klar. Hä? Das war's schon? Kommt, wir gehen. Ja, aber... Okay, jetzt sind wir allein mit der Prinzessin. Leute, was hat sie uns zu sagen? Ah, die Stadt im Nebel. Oder die Stadtform im Nebel, ey. Es ist so wunderschön von hier oben zu betrachten. Die Hauptstadt dieses Landes. Auch bekannt ganz normal als die Stadt. Ach ja, mit ihrer großen kreisförmigen Metropole. 300.000 Seelen leben hier. Also so sagt man, dass sie hier leben. Ja, ist schon krass, ne? Würde mich ein bisschen unter Druck setzen. Tingle. Hä? Was denn? Mir wurde erzählt, dass jeder Stern, der am Nachthimmel steht, seine eigenen Welten hat, die es umkreisen. Seine eigenen Welten umkreisen. Also für mich ist diese Stadt hier, naja, sie symbolisiert für mich einen außergewöhnlichen Tanz. Hm? Aber, also manchmal, wenn ich runter in den Garten schaue, sehe ich den Gärtner bei seiner Arbeit zu. Oh, er ist ein älterer Mann, der seine Arbeit sehr ernst nimmt. Er gräbt Löcher, benutzt Werkzeuge oder was, oder macht halt Gartenarbeit. Darüber nachzudenken, über die Vergangenheit und über die Zukunft dieser Stadt, darüber nachzudenken, naja, erfüllt mich mit vielen verschiedenen Gefühlen. Ja, ist halt, ne, du bist halt verantwortlich für sehr viele. Und dann erinnert mich das jedes Mal an diesen alten Mann. Prinzessin, dieser alte Mann, mit dem ich niemals geredet habe, ja, das ist für mich die Königstochter, das ist jemand, um den sich die Königstochter, also ich, mich sorge. Naja, das ist doch gut. Ich muss die richtigen Gesetze und das richtige Regierungsamt wählen. Ja, okay, sorry, weil ich jetzt wieder so ein bisschen hier rumstotter beim Übersetzen. Also, nee, sie will auch für alle Leute, sie will einfach für jeden da sein. Der hart arbeitet, alle, die hier in der Stadt leben, für die will sie einfach alle da sein. Und die richtigen Entscheidungen will sie dafür treffen, weil sie ja irgendwann mal die Königin wird, ne? Tingle. Hä? Was denn? Als ich an diesem Fenster stand, habe ich nur über sinnlose oder, sag ich mal, naja, nicht so tolle Sachen nachgedacht. Ja, aber vielleicht bedeutet das, dass ich eine dumme Person bin? Nee. Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mich vielleicht besuchen kommen, wenn die Tanzparty vorbei ist? Oh, das würde mich sehr glücklich machen. Sehr glücklich. Ist das bescheuert, ey? Das vorletzte Secret, Alter. Maximale Herzen. Boah, wie cool. Sehr schön. Wann Tingle, ey. Cool, wir haben die Prinzessin auf. Wir haben alle Herzen, das ist alles super, voll schön. Ich werde niemals all diese Sachen vergessen, die du für mich getan hast, Tingle. Ach, schön. So, und jetzt auf einmal liegt hier etwas Glitzerndes rum, was wir für den letzten Sticker von Seite 12 brauchen. Irgendwas glitzert da auf dem Boden. Es könnte nützlich sein. Aufheben, klar. Dudelidabam, der grüne Ohrring. Ja. Oh, ist es okay? Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie einer meiner Ohrringe. Aber ich trage sie doch. Was für ein seltsames Ding hast du denn da aufgehoben? Keine Ahnung, ich guck mal schnell. Also ein Ohrring. Ein Accessoire, das du aufgehoben hast aus deinem Prinzessinnenzimmer. Es sieht nicht so aus, als würde es der Prinzessin gehören. Okay, wessen Ohrring ist denn das? Keine Ahnung. So, alles klar, Leute, das war richtig geil. Kommt, jetzt gehen wir nochmal schnell zu Sigma. Weil ihr erinnert euch ja, ne? Er hätte ja gerne was von der Prinzessin. Und ja, ich glaube, auch wenn wir jetzt wissen durch die Beschreibung, dass es wohl eher nicht der Prinzessin gehört, ich glaube, das ist dem Sigma egal. Wir haben es ja schon mit sich falsche Hoffnungen machen, ne? Das haben wir ja schon verstanden. Ich glaube, er wird trotzdem voll abgehen. Allein wenn wir ihm sagen, ja, das ist aus dem Raum der Prinzessin. Oh, war! Yeah! Und damit holen wir uns dann den letzten Sticker. Und das habe ich damit auch gemeint, dass wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dadurch, dass wir der Prinzessin geholfen haben, oder dass wir die Prinzessin jetzt in unser Herz geschossen haben und sie uns auch, können wir gleich noch einen weiteren Sticker uns abholen.
Ja, und dann das letzte Secret. Ja, das letzte Secret, was man nur machen kann, wenn man alle anderen Secrets vorher gemacht hat. Nur dann geht es. Auf Seite 13. Ja, und wie man darauf kommen soll, keine Ahnung. Also das ist ein bisschen... Ihr werdet es kaum glauben. Komm mal mit, du Typi. Oh je. Und rein da. So zu dem Sigma-Kumpel. So, Sigma. Alles klar? Guck mal hier, erstmal nochmal reden so. Oh Mann, du siehst also. Ja, okay, dann haben wir schon gesprochen. Ich fress grad. Voll geil. Ja, ja, irgendwas will sie von ihm. Irgendwas will er von ihr haben. Hier, nimm das hier. Tada! So. Und. Was ist das denn? Du hast das in dem Zimmer der Prinzessin gefunden? Da ist bestimmt kein Zweifel. Ich erkenne diese Form wieder. Würdest du mir das bitte geben? Klar. Und. Was ist denn mit eBay? Es gehört mir. Ich werde es nie mehr zurückgeben. Oh, was? Warte mal. Was sind das nur für Gefühle? Tja. Oh Mann, ey. Eines anderen Mannes Schatz. Ja. Vor allem, wer sich freut über diesen scheiß Ring. Und das war gleich das Secret. Cool, oder? Oh Mann, ey, wie hast du es nur in den Prinzessinnenraum geschafft, ey? Boah, du musst mich irgendwann mal mit dahin nehmen später. Guck mal, jetzt freut er sich. Jetzt freut er sich. Okay, ich freue mich auch. Er ist komplett fokussiert aufs Essen. Okay. Tja, sehr, sehr gut, Leute. David ist Seite 12 komplett abgeschlossen. Ich freue mich ja so. Jetzt gehen wir zur Seite 13 und holen uns das letzte Secret ab. Ja, und das ist halt wirklich, also, da kommt man da eigentlich nicht drauf, oder? Das ist jemand, den wir tatsächlich nie benutzt haben. Ja, der sich aber in dem heutigen Part gezeigt hat. Ja, die Rede ist vom Spoiler-Eremiten. Hat man alle anderen Quests erledigt, ja, hat der Spoiler-Eremit eine eigene kleine Aufgabe für einen. Richtig, richtig übel irgendwie, weil da kommt man doch nicht drauf. Aber egal. So. Alles klar. Na, natürlich nicht speichern, ne? Wir wollen halt zu ihm hier. Hallo. So. Einfach anklicken. Ah, das ultimative Verständnis, der kosmische Spoiler, ne? Du hast dieses Fahrzeug genau rechtzeitig gefunden. Was? Ne, ich habe dieses Fahrzeug hier zum perfekten Zeitpunkt gefunden, um dir zu folgen. Ach, die olle Wolke meint er, oder? Ja, ich werde hier sein, falls du mal in Schwierigkeiten gerätst. Da gibt es etwas, was ich dir gerne erzählen würde wollen. Ausrufezeichen. Ja, es gibt ein paar Informationen über die Sidequests, verstehst du? Oh nein. Das Quiz? Tja, Leute. Ja! Es gibt nochmal ein Quiz am Ende und das ist echt hart. Also da muss man wirklich ganz genau aufpassen. Willkommen zum Spoiler-Quiz. Der finale Zoom-Zoom. Ich bin dein Showmaster. Der einzig wahre Spoiler-Einsiedler. Oh Mann, los, starten wir mal mit der schnellen Phase. Hier kommt's. Spoiler-Time. Zoom-Zoom. Oh, nicht so nah, bitte. Ah, Frage Nummer 1. Oh je. Das Speicherschwein rotiert. Nach links oder nach rechts? Ja. Tolle Frage, oder? Richtig übel. Okay, gut. Das Spoilerschwein rotiert nach links. So, oder sollte es zumindest. Ich hoffe, ich hab's richtig. So. Korrekt, mein Freund. Yeah. Puh. Frage Nummer 2. Also richtig viele Fragen. Man darf zweimal daneben liegen und man kann es trotzdem noch schaffen. Aber ich werde natürlich alles schaffen. Von Dan und John. Ja, von dem berühmten Dungeon. Ja. Der eine trägt Sonnengläser. Der eine davon trägt Sonnengläser, oder? Das ist dann. Okay, und wer von den beiden hat diese geile Pompadour-Frisur? Das müsste auch dann sein. Und ich verunsichern, dass er quasi den einen schon erwähnt. So, warte. Dunn. So, zack. Verarsch uns nicht, Mann. Das ist korrekt, Mann. Yeah. Dankeschön. Nummer 3 die Frage. Was ist jetzt hier? Welches Werkzeug ist auf dem Schild zu sehen von dem Hauptstore im Gemüsedorf? Tja, welches Werkzeug? Ja, und das ist die Schere. Man hat ja da... Ey, jetzt kommen so eine Frage, wisst ihr, als ob man darauf geachtet hätte. Naja,
Aber ich bin ja vorbereitet. So, da ist eine Schere drauf. Ja, und Schere ist ein total tolles Wort im Englischen zu schreiben. Richtig toll. Scissors, ne? So, warte. Scissors. Oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. Scissors. Cool, oder? Ja, das ist korrekt, Mann. Yeah. Coole Brille. Frage Nummer 4. Oh, oh. Was ist der Name, was ist der wahre Name von Sensei, der Frau, die du auf den Kornfeldern getroffen hast? Tja, das wissen wir ja auch. Sie heißt ja Florenz. Hätte auch mehrmals ihren echten Namen erwähnt. Aber das sind irgendwie coole Fragen, oder? Also richtig so Fragen, die sie dann wirklich in sich haben. Florenz. So, so. Florenz heißt die gute Frau. Ja, das ist richtig. Yeah. Cool, Frage Nummer 5. Ey, wie viele sind denn das? Wie viele Pärchen? Ne, wie viele Schienen, ja, führen von dem Bergtunnel zum Hafen? Ja, da haben wir ja gesehen, wir standen ja auf dem Berg und da konnte man ja von oben sehen, wie viele Schienengleise zum Hafen führen. Und das sind 6. Da reicht hoffentlich einfach die Zahl einzugeben. So, das sind 6 Stück, Mann. Ja, richtig! Nummer 6 die Frage. Bleiben wir gleich mal da bei der 6. Wie ist der Name von dem Park auf der Ostseite des Hafens? Oh Gott, ey. Tja, wisst ihr, als ob man das noch weiß. So, das ist der Seagale Park, also der Seemöwenpark. Warte, wo ist das? Wo ist denn hier? So. Seagale. So, oh Gott, ich hoffe, das passt alles hin. So, Seagale. Seagale und, warte. Park. So, großes P, alles. Klärchen. So. Und so, das ist der Seagull-Park, oder nicht? Müsste doch sein. Ja, das ist richtig, Mann. Du bist richtig klau. Du bist richtig schlau, Mann. Frage Nummer 7. Ey, sag mal. Welches Tier ist auf der Cornflakes-Packung auf dem Müll in der Fahr-Weit-Weg-Station? Ja. Das ist ein Schwein. Die Frage haben wir, glaube ich, mussten wir die nicht so ja damals beantworten, bei dem richtigen Zoom-Zoom-Quiz? So, das ist ein Schwein, mein Freund. So. Ja, das ist richtig, Mann. Ey, sind das 10 Fragen oder was? Frage Nummer 8. Wie ist der Name des Huhns, das auf der Farm lebt, wo du aufgewacht bist? Ja, ist klar. Das Huhn. Das hat einen Namen? Das hat, glaube ich, die Oma ganz am Anfang erwähnt. Aber okay, der Name ist Kuko. Ey, also. Ja, also, ne, sorry. Keine Ahnung. Wer das noch weiß, der ist ja ultra krass. So, ich weiß gar nicht, ob man das im Nachhinein noch rausfinden kann, ob man das sich wirklich von Anfang an merken muss. Korrekt! Man weiß halt nicht, dass man sich das merken muss. So, Nummer 9 die Frage. Was ist denn los? Die Milch, die du dem großen Lügner dargeboten hast, kommt von welcher Art von Tier? Das sind die Nasenziegen. Also Nose Goat, ne? So, Nose. Holy shit. So, wartet. So. Nose Goat, bitteschön, die Nasenziege. Korrekt, Mann! Damn! Yeah! Also, sind wir bald mal durch. Frage Nummer 10. Oh Gott. Was kannst du den Tieren geben, die vor dem Haus der Wahrsagerin sind, damit sie die Rubine geben? Ah, das, was ich euch auch noch gezeigt habe im Nachhinein. Und wir konnten den Tieren, also das waren ja die Nasenziegen, denen konnten wir Kräuter geben. Also, wartet, Herbs. Wir haben ja da die Dinger abgepflückt. Und zack, so, Herbs. Das haben wir gegeben. Korrekt, Mann, oh yeah! Sehr schön. Das war die letzte Frage. Ja, endlich, Mann! Das Resultat? Oh, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Na, wie habe ich das denn wohl geschafft? Du hast die Schnelligkeitsphase überstanden. Hey, Applaus! Dankeschön, Mister. Ja, dieser Typ, ey. Okay, und jetzt ist es Zeit, die letzte Frage, die finale Stage, die letzte Frage dir zu stellen. Hier kommt sie. Spoilerzeit! Zoom, zoom, Alter! Letzte Frage. Oh, oh. Die Eichhörnchen zu meiner Linken und zu meiner Rechten, ja? Welche von den beiden ist mein Typ? Ernsthaft? Ja, das ist jetzt eine richtig dumme Frage. Ja, aber auf welche stehe ich mehr, links oder rechts? Das ist eine richtig dumme Frage. Da die beide gleich aussehen, steht er einfach auf beide. Er steht auf beide. Toll, oder? Okay, wartet. Also, both. So, both.
Du magst einfach beide Eichhörnchen. Die sind beide dein Typ, weil sie gleich aussehen. Ja, korrekt, Mann. Boah, krass. Super gemacht. Du hast den Test bestanden. Ich werde dir das hier als Belohnung geben. Der letzte Sticker. Oder der letzte Spoiler. Sehr cool. Ach, wie schön. Leute, wir haben es geschafft, ne? Ist das nicht ein Traum? Ah, die letzte Sidequest ist, da gehört dir. Dieses Quiz ist damit beendet. Tschüss. Das ist eine dumme Wolke. Alles klar. Oh, was zum... Nani. Arigato. Domo arigato gozaimasu. Was? Oh, haben die Übersetzer wieder was geschlammt? Aber egal, noch was vergessen. Na, willst du nochmal die Kraft des Spoilers erfahren? Wir haben ihn ja nie nach dem Hinweis gefragt. Das können wir jetzt zum Schluss einfach mal machen, oder? Ja, möchte ich sehr gerne. Manchmal ist es nötig, eine Pause zu machen. Während der Lebensreise. Während der Reise des Lebens, ja? Aber wenn du im Leben vorankommen möchtest, ja? Dann ist es nicht die Zeit, um weiter hier rumzutrödeln oder so. Das ist nicht richtig, an einem Ort wie diesem hier rumzutrödeln. Ja? Mein Rat ist dafür, dahingehend ist mein Rat, dass du zurück in deine eigene Zeit kehrst. Das war's für dieses Mal. Hohoho. Also dann, wir wollen doch nicht, du willst doch nicht die ganze Zeit auf mich zählen, oder? Richtig? Nee, ich will doch Sachen alleine rausfinden. Also, das war's. Und das ist auch interessant, oder? Den letzten Tipp, den er ihnen gibt, ist, dass man halt nicht bleiben soll, sondern dass man in der Zeit, oder dass man halt in seine echte Welt zurückkehrt. Wie wir es ja getan haben beim ersten Mal Bossfight. Weil an sich ist es ja auch richtig. Ja, wie gesagt, das ist hier quasi die Pause, die er angesprochen hat. Man sollte Pause machen. Ich reiß mal nochmal schnell zurück zur Seite 2 für die letzte Musikbox-Sektion. Er sieht das hier, dieses Abenteuer sieht ja quasi als eine kleine Pause von dem echten Leben an. Aber damit man im Leben vorankommt, ja, kann man nicht ewig hier verweilen. Und man sollte doch wieder in seine eigene Zeit zurückkehren. Ist auch ein schöner Rat, kann man ja echt sagen. Ich habe ja auch schon damals in den Credits erwähnt, dass ich ja mir vorstelle, dass Tingle aus diesem Abenteuer hier gelernt hat. Und dadurch halt jetzt in seinem echten Leben viel besser klarkommt. Und mal sein Hintern bewegt, so nach dem Motto, ja. Aber nichtsdestotrotz werden wir quasi das Display ja beenden, wie ich es ja erzählt habe, mit der Option, dass wir mal hier bleiben. Da haben wir beide Optionen gesehen. So, aua. Die Welt danach. So, ganz schön mal gucken, die letzte Sektion der Musik. Badam-bam. Ja, da haben wir es echt geschafft, ne? Das ist so schön. Dum-dum-bam. Also die 100% gehören schon mal uns. So, letzte Sektion. Das ist Liebe. Was? Strange Love. Oh, guck mal, mit Bildern diesmal sogar. Oh, schön, oder? Guck mal hier mit Bildern. Da ist noch der original japanische Text drauf, ist ja klar. So, oh. Iona für immer. Ach, schön, dass das hier noch Bilder hat. Genau. Train Go Go. Ja, ach ja. Oh. Lorfias Theme. Und da habt ihr mir auch erzählt, es ist euch aufgefallen, dass das Theme von ihm eine kleine veränderte Version von Kid Icarus ist. Ja, und das stimmt auch. Also es sind ja auch beides so eine Liebesengel, ne? Oder beides so eine Engel. Und ja, ist voll cool. Yeah, love to buy love, genau. So, das waren nochmal die letzten Lieder. Haben jetzt alle hier Bilder? Nee, ne? Nee, okay, gut. Nee, tatsächlich nur die letzte Sektion hat Bilder. Ist aber auch schön. So, alles klar. So, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für den heutigen Part. Ich gehe schon mal auf Seite 14 wieder zurück. Um da auch nochmal zu speichern. Aber ich hoffe, euch hat die Reise der 100% gefallen. Hat eigentlich nicht so lange gedauert. Da waren die Laufwege noch das, sag ich mal, ermüdendste. Aber guckt nochmal hier, ey, wir haben wirklich... Hier von Seite 1 an haben wir alle Häkchen. Und ja, ich weiß, dass wir jetzt, um nochmal den Boss zu machen, wir müssen quasi nochmal das ganze Kapitel nochmal machen. Ja, Seite 14. Wir müssen es nochmal machen. Halt auch das Tanzbattle gegen Ninistop und so. Ich glaube aber, das werde ich tatsächlich alles schneiden. Ja, weil das ist keine Änderung. Auch wenn wir 100% haben, da ändert sich nichts dran. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal sogar wieder, wenn wir direkt beim Boss sind. Ja, dann fängt der Part vielleicht schon so an, dass wir nur das Wichtige sehen, was sich wirklich verändert hat. So, ging der Part schon wieder 30 Minuten, ey. Ja, ist einfach so krass. Tingle ist einfach crazy. So, tada. So, ich speichere beim Speicherschwein. Flop. Und freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen beim, ja, dann doch beim letzten Part von Tingles Balloon Trip of Love. So, saven. Überschreiben, yes. So.
Er hat 25 Stunden quasi nochmal eine ganze Stunde extra rausgeholt. Aber gut, Leute, bis zum nächsten und letzten Part. Bis dann. Tschüss.